Jo, Boys und damit herzlich willkommen zum weiteren Video von mir. Und vorab möchte ich erstmal, ist jetzt mein 1,5K Pack, beziehungsweise mein 1,5K Special. Und ich möchte mich jetzt erstmal herzlich bei euch bedanken, dass ihr überhaupt 1500 Abonnenten geschafft habt. Ich hätte niemals gedacht, Digga, damals war es halt so 100 Abonnenten, war das schon Nonplusultra und einfach 1500. Und das ging auch echt unnormal schnell. Und auf jeden Fall echt fettes Dankeschön. Und by the way, die Verlosung der Death Rider Expert, die ging an Seems Unleashed, also das wurde schon ausgelost im Livestream, also an alle, die sich jetzt fragen, wer hat gewonnen, das war Seems Unleashed. Einfach, da sage ich nochmal den Namen, damit alle Bescheid wissen, dass sie es vielleicht in dem Fall nicht war, oder wenn er es sieht, dass er es war. Und ja, ich würde sagen, wir fangen erstmal direkt an. Auf jeden Fall nochmal ein herzliches Dankeschön an euch, ich fange mal direkt an. Mit meinem 1,5K-Pack. Es hat bei mir ein bisschen länger gedauert, aber ich habe mir auch echt Mühe gegeben und am Ende hat mir Liam nochmal ein bisschen geholfen, also Snowkey. Und ich bin jetzt auch echt zufrieden so, ich habe es alles so gemacht, wie ich wollte. Die Sachen gepixelt, die ich für wichtig erhalte. Und ja, wir fangen mal direkt an. Die Schwerter sind eigentlich 16x16, nur ich habe die halt dann hochskaliert und dann halt mit 512er Farbverlauf da in der Klinge was gemacht. So fand ich halt einfach viel cooler so. Das sieht dann noch aus wie ein 16x16 Schwert, nur einfach, ja, cooler. Okay, genau, das sind die Schwerter. Wie man sehen kann, unten habe ich nochmal so ein kleines Ping im PvP-Ding da drin gemacht. Ich fand das irgendwie ganz cool, einfach, dass man weiß, das ist mein Schwert. Und ja, dann der Bogen, den habe ich einfach schwarz-weiß gemacht, weil ich will, dass alles so ein bisschen schlicht und dass es einfach nur gut aussieht. Nicht, dass man sich so abgefuckt fühlt an der Zeit, wenn man die ganze Zeit irgendeine so Primärfarbe hat, die einfach zu extrem ist. So, ich wollte das einfach so ein bisschen schlicht halten, das Pack. Und ja, zum Pfeil, der ist halt auch ganz normal, ja, schwarz-weiß so, sage ich mal. Und ja, ganz cool eigentlich, finde ich so ganz cool. Und ja, Wasserbucket habe ich halt nur so ein bisschen eckiger gemacht, sieht man hier unten, mit so einem kleinen Farbverlauf, dass es so ein bisschen, ja, abgedingst aussieht, wie soll man sagen. Das ist so, als würde links mehr Sonne einkommen als rechts, so, ihr wisst schon, was ich meine. Und ja, das zu den Sachen. Dann kommen wir mal zur Rüstung. Die Rüstung habe ich einfach nur so ein bisschen abmattiert und auch so ein bisschen so einen Schatten reingemacht, weil ich finde es einfach ein bisschen cooler, wenn die nicht so glänzt irgendwie. Das war so meine Intention dahinter. So, dann kommen wir nochmal zu den Tools. Die Tools habe ich auch schwarz-weiß einfach gemacht. Fand ich auch viel cooler so. Sieht einfach viel heftiger irgendwie aus. Also, finde ich einfach richtig cool so. Gefällt mir auf jeden Fall sehr, sehr gut. Dann die Gaps. Die habe ich einfach, ja, auch ähnlich gehalten wie beim Default Pack hin. Nur halt mit so ein bisschen dunkleren Farbverlauf. Finde ich auch irgendwie richtig cool. Mir gelungen. Dann mein Highlight so des Packs. Finde ich einfach richtig cool. Das sind die Suppen so. Richtig geil, finde ich die. Weil die so ein bisschen größer gemacht sind. Mit denen kann man halt einfach viel geiler refillen so. Und das gefällt mir echt richtig gut. Also die Suppen, die sind echt, finde ich, mir gut gelungen. Dann gehen wir nochmal in Game Mode 0. So sieht man schon mal mein Inventar. Ja, ich habe hier halt meinen Banner reingemacht, was ich richtig cool finde. So wie hier habe ich es auch gemacht, nur ein bisschen größer skaliert, damit es einen kleinen Unterschied gibt. Finde ich richtig cool. Achso, mein Crosshair. Da habe ich mich bei Zephyr halt inspiriert, weil ich das übel geil fand bei ihm und deswegen habe ich das halt genommen. Also nicht 1:1 kopiert, sondern einfach ähnlich gepixelt oder gleich gepixelt, kann ich offen und ehrlich sagen. Dann seht ihr meine Herzen unten, die finde ich auch richtig cool gelungen. Die habe ich auch mit so einem Farbverlauf gemacht und dunkelblau. Und ich habe es extra so gemacht, wenn man jetzt zum Beispiel Herzenschaden bekommt, dass man halt richtig genau sieht, okay, jetzt muss ich suchen oder nicht. Das war mir halt sehr, sehr wichtig. Genau wie hier, dass man hier genau sieht, wo man halt hin recraften muss. Und ich finde, also ich kann mit dem Pack eigentlich ganz gut recraften irgendwie. Vorführeffekt. Auf jeden Fall geht das echt ganz gut mit dem Pack. Und ja, die Pilze nochmal, die habe ich dann blau gemacht, damit es halt ins Pack reinpasst. Und so habe ich halt alles auch editiert. Also die Suppen sind dadurch blau. Und die braunen, die sind halt basic noch, ne? Also ich glaube, hier sieht man jetzt keine meine roten bzw. blauen Pilze. Ne, sieht man gar nicht. Ist ja auch egal. Und ja, dann sieht man nochmal meine Hotbar oder wie man das nennt. Da habe ich einfach das auch relativ basic gelassen und diesen Switch, also wo man weiß, auf welchem Slot man sich befindet, habe ich extra knallerweiß gemacht, weil ich das halt so viel cooler finde irgendwie, damit man genau weiß, wo man sich gerade befindet irgendwie. Und ja, das war's eigentlich zu dem Sachen. Ich glaube, ich habe jetzt schon fast alles gezeigt, was ich gepixelt habe. Ja, das war's eigentlich schon fast alles. Und ja, ich bin auf jeden Fall echt sehr zufrieden mit dem Pack. Ist jetzt nicht das Ultra-Pack, wo man sich so denkt, so, yo, oh mein Gott, wie unnormal heftig ist das. Aber ich finde es basic und eigentlich ganz gut und keine Ahnung. Ich habe mich so ein bisschen an meine Zuschauer gehalten. Ich habe ein bisschen was im Livestream gemacht. Twitch.tv/PinguinPvP YouTube YT dahinter. Und ja, die haben mir halt ein bisschen geholfen, auch was deren Meinung ist dazu, weil ich hatte davor so ein ganz hochauflösendes Schwert gemacht und das hat halt wenigen Leuten gefallen. Und ja, das hierzu. Das war's jetzt eigentlich. Das war jetzt alles, was ich so gepixelt habe. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Ansonsten werdet ihr das noch merken. Und ja, ich hoffe, ihr downloadet euch das. Link natürlich in der Beschreibung und nochmal vielen Dank für 1,5K. Und ja, wir sehen uns im nächsten Video. Haut rein und tschüssi.